Bei unserer Fraktionsklausur haben wir uns vor allem mit der Vergesellschaftung der privaten Immobilienkonzerne beschäftigt. Es gab im September ja einen sehr, sehr erfolgreichen Volksentscheid und für uns ist es jetzt ein klarer Handlungsauftrag, ein Gesetz zu erarbeiten. Und wir sehen unsere Rolle auch darin, Motor für die Umsetzung zu sein und ein Garant, dass es eben ein Top-Thema auf der Tagesordnung dieser Koalition bleibt. Und wir haben uns nicht alleine beraten, sondern wir haben Deutsche Wohnen Co. eigenen die Initiative mit eingeladen, eben gemeinsam zu beraten, was sind unsere Perspektiven auf diese Kommission und was sind da Themen, die für uns besonders wichtig sind. Und wir haben da verschiedene Dinge festgehalten. Wir wollen vor allem das Wie der Umsetzung also in den Vordergrund stellen, denn wir sind der Auffassung, dass es grundsätzlich möglich ist und jetzt müssen wir Substanz produzieren, um eben ein entsprechendes Gesetz zu erarbeiten. Und es ist uns ganz wichtig, dass die Kommission transparent und öffentlich arbeitet, denn es gibt ein herausragendes öffentliches Interesse an der Vergesellschaftung. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, so wie wir das heute getan haben, dass wir gemeinsam mit Deutsche Wohnen Co. eignen und eben auf Augenhöhe gemeinsam beraten. Und ich sag mal so, wenn es irgendjemanden gibt in der Stadt, der Expertise hat in Sachen Vergesellschaftung, dann ist es eben auch Deutsche Wohnen Co. eignen. Wichtig ist aber auch, wir sehen eine Funktion darin, dass wir das übersetzen ein Stück weit, was in dieser Kommission diskutiert wird und dass wir uns aber auch nicht ganz abhängig davon machen, sondern auch eigene Impulse und Initiativen erarbeiten und damit auch in die Kommission hineinwirken wollen. Wir wollen das Thema ganz weit oben auf der Tagesordnung halten und wir werden Vergesellschaftung weiter zum Top-Thema in Berlin machen.